Um es gleich zu sagen, nett ist anders. Wenn man Scheiße verkauft, dann sollte man das dazu sagen. Das macht natürlich niemand. Aber auch wenn man irgendeinen Dreck zusammenbaut und weiß, dass das nicht so richtig zusammengebaut ist, auch das sollte man dann, ja, sagen. Aber auch das macht natürlich niemand. Und die Aussage zu dem Typen, der diesen Motor gebaut hat und der diesen Motor dann verkauft hat an jemanden, der den in gutem Glauben gekauft hat. Die Aussage war: Der Motor ist komplett gemacht, der ist komplett neu aufgebaut. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben den also mal zerlegt und ich habe euch mal 2-3 Teile mitgebracht, wie das aussehen kann, wenn so ein Motor neu aufgebaut wurde. Anführungszeichen oben, das seht ihr jetzt nicht. Das zeige ich jetzt nur mit den Fingern hier am Mikrofon. Seht ihr es? Seht ihr es? Nein, egal. Also zerlegt haben wir den, weil der von außen so aussah, als wenn innen drin nicht alles ganz koscher gewesen wäre. Denn die Ölpumpe kam schon mal komplett neu. Das ist aber eigentlich okay. Hier die Ölpumpe mit einer neuen Buchse und das ist eigentlich in Ordnung so. Aber die Buchse sieht im Inneren, dafür dass sie ganz neu ist, schon total riefig aus. Und der Ölpumpenantrieb, der ist leider völlig im Sack. Und dann beim Zerlegen haben wir leider festgestellt, alle Gleitflächen sind kaputt. Hier die Kurbelwelle. Oder hier das Gleitlager der Nockenwelle. Und das kam wahrscheinlich davon, also was heißt wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit kam das davon, dass der Motor vorm Zusammenbauen gestrahlt worden ist und danach wurde der nicht richtig sauber gemacht. Denn überall, wo man in diesen Motor reingefasst hat, da hatte man halt Reste vom Strahlgut an den Fingern und da kannst du gleich Sand im Motor fahren. Ey, und bevor hier jetzt irgendwas gesagt wird, ich will niemandem wirklich absichtlich Bosheit unterstellen. Aber Fahrlässigkeit, das kann ich den Leuten unterstellen. Und das würde ich gerne dem, der diesen Motor zusammengebaut hat, auf jeden Fall unterstellen. Denn genauso ging es die ganze Zeit bei der Zerlegung weiter. Egal, was du abgebaut hast, du hast gesehen, bei der Montage hat er da Scheiße gebaut. Nicht nur der Stift des Grauens hat gefehlt, sondern es war auch am ganzen Motor keine einzige Unterlegscheibe unter den Schrauben verbaut. Nirgends. Es waren keine Sprengringe verbaut, da wo Sprengringe hingehört hätten. Einige Muttern und Schrauben konnte ich sogar beim Zerlegen mit der Hand lösen. Und das nicht, weil ich so unfassbar viel Power in den Armen habe, sondern nein, weil die einfach lose waren. Die Aussage war auch, die Zylinder und die Kolben sind neu und die Köpfe sind komplett überholt. Fehlanzeige, die Köpfe waren auch nicht überholt. Auch die waren einfach nur schön sauber gemacht. Und beim Auseinandernehmen der Köpfe und beim Vermessen der Ventile haben wir dann festgestellt, ein Ventil ist überhaupt total falsch drin. Und die Ventilsitze, die waren auch nicht, wie behauptet, auf bleifrei umgebaut. Kurz, alles was über diesen Motor behauptet wurde und alles was an einem Motor unbedingt heile sein muss, war bei diesem Motor halt komplett im Arsch. Oder es war so schlecht zusammengebaut, dass es einen graust. Diesen Motor muss man jetzt leider in den Ruhestand schicken. Und das ist Dreck. Den kann man wegschmeißen. Ehrlich Leute, das ist jetzt nicht mein Motor. Ich habe den nicht bezahlt. Aber der junge Mann, der sich den hat für viel Geld aufschwatzen lassen und für den ich das hier im Endeffekt alles kontrolliert habe, der ist natürlich alles andere als glücklich darüber. Und das ist nicht nett. Baut nicht so eine Scheiße zusammen und verkauft die dann als überholt. Das ist Mist. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie kann man sich denn vor sowas schützen, wenn man keine Ahnung hat? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sowas ist Mist. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.